Ich sehe das so Lieder? Ja! Als ob! Ja! Als ob! Oh, Alter, mein Gott, das ist 500.000 Platz! Halt die Fresse! Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu unseren Food Champions Rewards! Genau, wir werden heute. Eigentlich so mit den ganzen Sachen, die wir bisher jemals so geöffnet haben. Wir haben natürlich noch die Division Rivals Rewards, unsere roten Player Picks. Ein krankes Team der Woche. Ich würde sagen, das können wir euch jetzt nochmal kurz hier zeigen. Wir haben am Start Mbappé als Stürmer, ist ungefähr 1,6 Millionen wert. Cavani, José Callejón, Goretzka, Modric. Also sind schon ein paar gute Spieler dabei, ne? Definitiv. Und es sind halt wirklich unsere besten Rewards. Stefan 29.1, ich 27.3. Bei ihm hat es leider nicht ausgereicht für die Top 100. Ekelhaft, obwohl er Freitag angefangen hat. Ziemlich bitter. Aber hoffentlich gibt es dafür jetzt umso bessere Rewards. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal rein mit meinen. Und dann würde ich sagen, let's go. Division Rivals. Seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Wir fangen an. Es gibt noch die Dings zu ziehen, korrekt? Vielleicht ziehe ich auch mal einen Youngster. Kein Walkout im ersten Set. Leider. Komm, gib mir wenigstens eine Wand. Jawohl. Frankreich, Stürmer, Benzema. Ja, 84er. Ist okay. Oh mein Griezmann. Okay. 50k-Pack, Leute. Pack Nummer 2. Rivals. Boom. Walkout. Go. Gib mir den Walkout. Nein. Ah, 50k-Pack, das sind ja unsere Liebsten. Das sind die liebsten Packs, Leute. Aber Brasilien, toll. Alisson, 85, okay. Ja, ist das okay. So Leute, jetzt kommen wir zu den Food Champions Rewards. Wie gesagt, Elite 1, 27 Siege. Und da gibt es natürlich geile Packs. 3 rote Spieler, 200k Packs, 2 Team of the Week Sets, dicke Münzen. Mbappé muss kommen. Alter. Mbappé muss kommen. Okay, komm, das erste machen wir gemeinsam auf. Let's go. 1, 2, was sagst du? Ey, welche Zahl? Das ist 3? Komm. Let's go. Komm schon, let's go! Bitte! Oh, ja! Okay, 86er Lopez. Ja, würde ich nehmen, auf jeden Fall wegen des Ratings. Ansonsten Muriel auch nicht schlecht, aber den kriegst du bestimmt nochmal. Wen willst du überhaupt haben? Mbappé oder sonst? Goretzka wäre nice? Ja. Egal, ne? Du willst nur Mbappé. Ich will nur Mbappé. Okay, komm. Let's go! Komm, für die 2 für euch, Leute! Für euch! Boah, das ist das Schlimmste. Okay, ich klicke jetzt drauf und dann schreibt ihr rein, was ich drin habe. 1, 2 und 3. Ah, scheiße, guck mal. Oh, ja, ich hab das gesehen, ich hab das gesehen. Okay, aber 87er wäre schon mal nicht schlecht. Ey, komm, wir dürfen uns nicht beschweren, wenn 87er da ist. Vom Rating 86, 82 und 87. Jawohl, ja. Stabil. Oh, Kuschelny auch noch. Aber du hast keinen Doppelten bekommen, ne? Nee. Das ist interessant. Hatten wir auch selten. Das waren meine 3 Player-Picks. Okay, von dem Rating her auf jeden Fall in Ordnung, oder? Und jetzt kommen die dicken Fische, Leute. Okay, Leute, jetzt gibt's direkt nochmal ein Chatpack auf euren Nacken. Nehme ich mein erstes 100k-Pack. Das zweite werde ich normal. Diesmal haben wir noch alles aus, ne? Ja, Mann. Komm schon, Leute. Jetzt. Schreib's rein. Hast du gehört? Ja. Okay. Ein paar Sekunden später. Ich sehe das so ein Lieder? Ja! Als ob! Ja! Als ob, oh mein Gott, das ist 500.000 wert! Halt die Fresse, Mann! Ey! Ich habe eben alle Lieder geschrieben! Wie geil. Ich dachte, dein Bildschirm geht schneller an. Oh, auf jeden Fall lustig. 500k! Aber die haben doch alle gesagt Lila! Ja, deswegen meine ich ja, war ein guter Prank. Weil ich dachte halt auch, das wäre Lila. Der schlimmste Walkout, den man ziehen kann. Die haben es mittlerweile richtig gut drauf, der Chat. Boah, dann noch Dinosaurier-Ei, bitte nicht. Ey. Jetzt, zweites 100k-Pack. Let's go! Back-to-back Walkout muss! Gib ihm! Nein! Mann! Scheiße! Erinnert an die Toti-Zeit. Das Team aus Spanien. Carvajal. Er hat 2 Madrilenen hier. Im Benz und im Cover. Okay. Das ist ja echt noch scheiße. Oh mein Gott, da war ein 84er, sonst nur ein 82er. Wow. Jetzt geht's dick an die Fische. Okay, wir öffnen das erste. 3, 2, 1, let's go. Muss Walkout, bitte. Komm schon. Oh mein Gott. Das ist doch nicht wahr, Alter. Wer ist das? Suarez. Ach du Scheiße. Was hat der denn für ein Bart, Alter? Guck mal bitte, die Haare sind gerade wie mit einem Lineal durchgezogen. Ne? Ey, das ist doch echt ein Witz. Es gibt 6 Spieler, die keine Walkouts sind. Uffala, die sind ja gar nichts wert. Wow. Das sind vielleicht 50k. Kann ich direkt kotzen gehen, ey. Nicke kotzen. 10k. Alles sind 13k. Bitter. Boom! Auf geht's! Jetzt gib mir den Walkout! Jetzt muss er mal! Was, Alter? Ey, da hol ich 27 Siege! Digga, das ist hart, ja. Zapata, ne. Arias. Digga, 82. Alter. Boah, das ist ja echt nicht normal, ey.
Das ist echt ekelhaft, Mann, ohne Witz. Was? Zweimal kein Walkout? Geil. Also, ich habe wieder ein bisschen gezockt, aber... Ja, ich habe so viel untauschbar. Macht mehr Sinn, dann jetzt mal ein tauschbares zu nehmen, ne? Machen wir aber zuerst die Player-Picks, oder? Für das Was? Eine Set müssen wir jetzt Nein. nicht in den Shop gehen. Doch. Hey. Also mal. So. Elite 1. Let's go. 29 Siege. Echt ziemlich knapp gewesen. War eine geile Weekend League. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Player-Picks. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann Mbappé nicht gebrauchen, weil ich habe Mbappé als Toti abgestoßen. Musst du ihn abstoßen? Nee. Nein, aber... Ich könnte ihn halt nicht wirklich gebrauchen. Goretzka wäre interessant und Modric wäre eigentlich ganz cool. Ansonsten, er ist schwierig. Mal gucken. Let's go. Erstes von den 5, 3, 7 Mal. Boah, du Scheiße, ey. Boah. Tate, der Suarez verfolgt dich auch, Stefan. Nehmen wir das zweite. Let's go, let's go. Komm schon, komm schon. Oh. Calejón, okay. 86er nehmen wir mit, oder? Den nehmen wir mit, würde ich sagen, auf jeden Fall. Nice. Oder nehmen wir den Onyekwu. Den gab es auch schon mal als Onyekwu. Okay, das müssen wir das Ganze noch mit einem Goretzka toppen, okay? Okay, so, Goretzka. Freunde. Let's go. Boom. 2, 3. Komm hier, gib mir Goretzka. Oh. Immerhin Koscielny. Koscielny immerhin. Drei Packs. 3. Ach du Nee. 4, 5. 4, 5. Lol. Okay. Nicht Dreier-Sets öffnen. Oh. Zuerst die 100k-Packs. Was mit Chatpack? Willst du eins machen oder nicht? Ja. Aber das zweite. 200k-Set. Ich würde sagen, wir ballern direkt los, Freunde. Let's go. Ballern los. Erstes 100k-Set. Walkout. Bruh. Miese Krise in der Schieße. Ronaldo. ST Ronaldo. Ich fasse es nicht. Wolverhampton. Das ist doch der Diego Jota. Diego Jota. Oh ja, nicht zu verwechseln mit diesem Asi Jota, der im Dschungelcamp ist. Was ist das denn? Nur 81? Ah, der Dinosaurier ist wieder da. Leckerschmecker. Okay, Freunde, würde ich sagen, machen wir jetzt ein Chatpack. Let's go. Da kommt einfach alles so krass. Kein Walkout. Ah! Was? Mann! Kein Walkout, sagen die meisten. 200 Kass, jetzt kein Walkout. Aber jetzt kommt wieder ein 3er-Inform-Set in MVP-Inform. Sehr nice. Muriel! Okay, immerhin 83er Inform. Ist, glaube ich, immer noch 30k, ja. 20k Wert oder so. Muriel, der war früher voll krass in FIFA 12 Zeiten. Okay, jetzt hier muss ein Walkout. Ein Walkout, hier der war für Pflicht Walkout. Hier muss Wenn jetzt. Da nicht kommt, ja. Ja, komm, jetzt Future! Ist es ein Inform? Nein. Aber Ronaldo! Nein, Matic! Ach du Scheiße! So ein ekelhafter Walkout. Es gibt keine ekelhaften Walkouts, diese 86er. Ja. Sowas wie Müller, Matic. Pjanic. Mann, Mann, Mann. In Form, da ist der Cock dabei. Da ist aber der Schwanz. Du hast ihn gerade beleidigt und jetzt ist er da. Ja, okay, aber hier muss auf jeden Fall ein Walkout. Wenn zweimal keiner kommt, dann lach ich mich tot. Okay, Freunde. Also Ansage, wenn hier zweimal kein Walkout kommt, machen wir auch kein VIP-Game, ne? Dann mach ich wieder Rage-Quit. Oh, dann macht Stefan wieder Rage-Quit. Aber... Wake up. Gib mir den Walkout. Jawohl. Immerhin. Ja, komm jetzt. Jetzt Frankreich, Mbappé. Frankreich ST. Komm! Was? Zapata? Ah, das ist der, wo du meintest, das ist der teuerste Inform, den man ziehen kann. Das ist der billigste. Ich weiß. Was soll ich denn mit dem? Das ist ja wie kein Walkout. Ja, ist echt so. Zapata. Der ist gar nichts. Zapata. Der ist absolut ausgelutscht vom Cock. Oh! Koscielny noch. Immerhin zwei Walkouts. 2,84er. Ja. Und der Suarez hat sich auch noch drin versteckt. Na gut. 25k. Dann nochmal 30k. Ja, nimm mal mit, Freunde. Ist in Ordnung. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Pack für heute. Er gibt mir nochmal einen Walkout. Gib mir nochmal einen Walkout. Wenigstens jetzt der Walkout. Komm, er hat sich verdient für die Gewinnung. Ja, Mann. Komm, let's komm. Go. Let's go. Oh, yay, Mann. Mann. Alter. Was sind das für Rewards? Ronaldo. Da ist er aus dem Dschungelcamp. Oh. Jota. Wo sind die Spinnen? Tja, Jota. Alter, das war ja wieder komplett Schrott. Hat der Stefan den aus dem Dschungel rausgeholt, ey. Und ja, Freunde, das war's mit unseren wundervollen Foot Champions Rewards bei unseren besten Ergebnissen. Wir haben uns natürlich auch nicht mehr erhofft, ne, bei diesen Statistiken 29-1, 27-3. Bin ich auf jeden Fall zufrieden. Zweimal kein Walkout im Dreier-Set, oder? Bist du zufrieden? Ja, also ich fand's auf jeden Fall, war eine feine Angelegenheit. Dafür habe ich doch gern geschwitzt und ja, ich hoffe mir, dass ich das nächste Mal noch bessere Sachen bekomme. Ja.
obwohl es eigentlich schon fast gar nicht mehr besser geht. Ist echt so, ey. Und ja, Freunde, deswegen lasst doch keinen Daumen nach oben da, deabonniert den Kanal und wir sehen uns dann demnächst wieder.